Wir haben den Predigttext eben gehört und es war mal wieder ein Text aus der Bibel. Scheint so selbstverständlich, aber trotzdem möchte ich diese Frage mal stellen. Warum nehmen wir eigentlich immer die Bibel? Es gibt doch auch andere gute religiöse oder christliche Bücher, die auch erbaulich sind, die auch ihren Wert haben. Warum eigentlich die Bibel? Und der erste Vers des heutigen Predigttextes, der drückt das ein bisschen aus. Da heißt es nämlich, ich lese den noch mal kurz, alles, was früher geschrieben ist, und damit ist das, was vor diesem Text biblisch aufgeschrieben wurde, das ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also zu unserer Belehrung. Und Belehrung, das klingt ja immer so ein bisschen oberlehrerhaft und vielleicht wollen wir uns gar nicht so gerne belehren lassen. Nun gut, trennen wir uns mal von dieser ersten Assoziation. Lehre, Bildung ist natürlich etwas Gutes. Und die Bibel ist nun einmal die Urkunde, die Grundurkunde des Christentums. Sie ist uns gegeben und damit der Maßstab für alle anderen Bücher. Und ein christliches Buch ist dann gut, wenn es aus diesem Geist der Bibel heraus geschrieben ist. Und die Beurteilung, ob das, was in anderen Erbauungsbüchern steht, gut oder schlecht ist, kommt daher, inwieweit es mit der Bibel übereinstimmt. Die Bibel ist uns als Maßstab gegeben. Martin Luther hat das mit seinen prägnanten zwei Worten zusammengefasst. Sola Scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel. Und er meint damit genau das. Die Bibel ist das Werk, auf das das Christentum fußt und vor dem alles andere sich rechtfertigen muss. Und ich kenne mich in der katholischen Theologie nicht so gut aus, aber die letzten beiden Päpste, dieser und der Deutsche, die würden das auch genauso unterschreiben und die Freikirchen sowieso. Also wir Christen sind uns darin einig, sola scriptura, das ist die Basis alles anderen. Und die Bibel wird deshalb auch Heilige Schrift genannt, weil heilig bedeutet ausgesondert für Gott. Sie ist das eine besondere Buch, das Buch Gottes für uns Menschen. Und sie wird Wort Gottes genannt, weil sie es selber von sich sagt, aber auch weil viele Menschen, die sich auf dieses Buch eingelassen haben, genau diese Erfahrung gemacht haben, Gott selber benutzt dieses Buch, um zu mir zu reden. Es ist mehr als ein Buch. Es ist das Medium, durch das Gott zu mir redet, wenn ich es mit offenem Herzen lese. Und dann ist da die Rede davon, dass dieses Buch ein Ausharren bewirkt. Natürlich, wenn wir die Bibel lesen, dann bekommen wir auch in dem Tal, durch das wir vielleicht gerade gehen, auch in der Mühsal dieses Tages den Blick auf das große Ganze, auf den Plan Gottes mit dieser Welt und mit uns, auf das Ganze der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und wir können das einordnen, was uns heute gerade bewegt und passiert. Und es ist gut, diesen weiten Blick einzunehmen. Das hilft uns auszuhalten, weil wir wissen, das, was wir gerade erleben, ist nicht alles. Von Ermunterung ist hier die Rede. Ich musste, als ich das Wort las, denken an unseren Glaubenskurs vom letzten Freitag, den wir, also ich kann ja leider nur Deutsch, aber Annette Otto übersetzte mich auf Farsi und es waren Leute, die Farsi oder Dari sprachen. Und es ging darum, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Und ich sagte zu einer Frau,
Gott liebt dich und du bist unendlich viel wert für ihn. Und ich sah, wie ihre Augen aufleuchteten. Und das gefiel mir so gut, dass ich dann rumgegangen bin und das jedem Einzelnen auf den Kopf zugesagt habe. Gott liebt dich und in seinen Augen bist du unendlich viel wert. Die Leute waren ermuntert. Das war zu sehen. Gottes Wort ermuntert uns. Und Gottes Wort gibt uns Hoffnung. Davon ist hier die Rede. Hoffnung ist im biblischen Sprachgebrauch nicht mit dieser Ungewissheit belastet. Wenn ich sage, ich hoffe, dass es morgen schneit, dann ist es höchst unsicher, ob es morgen schneit. Hoffnung in der Bibel können wir auch mit Gewissheit übersetzen. Hoffnung meint, ich weiß, was kommt. Das ist fast wie eine dingliche Sache, die Hoffnung. Da gibt es kein Vertun. Und das zu wissen, es gibt ein Happy End der Weltgeschichte und deines Lebens, alles wird gut. Das zu wissen, wow, das tut uns gut. Egal, was jetzt ist, egal, welche Ängste wir vielleicht haben, egal, was uns morgen bevorsteht, alles wird gut. Gottes Geschichte im Ganzen und mit dir hat ein Happy End. In unserem Text geht es weiter und da ist von der Einheit der Christen die Rede. Ich lese uns nochmal die Verse 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, davon war gerade die Rede, gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Die Ursache der Einheit der Christen ist nicht, dass wir alle einen gleichen Musikgeschmack hätten. Orgel oder Band hatten wir heute. Andere lieben vielleicht Country oder es gibt Leute, die mögen gar keine Musik. Das, was die Ursache unserer Einheit ist, ist nicht der gleiche Musikgeschmack. Ist auch nicht, dass wir uns ähnlich kleiden, nach derselben Mode. Ist auch nicht, dass wir alle die gleiche Bildung hätten. Wir haben hier Professoren unter uns und Leute, die Analphabeten sind. Also das, was die Einheit ausmacht, ist nicht der gleiche Bildungsstand. Auch nicht die gleiche politische Meinung. Ich weiß, wir haben AfD-Wähler unter uns und wir haben linken Wähler unter uns. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, es ist schon gut, dass die hier sind, die brauchen Jesus bestimmt besonders. Aber glauben Sie mir, auch CDU, SPD, Grünen und FDP-Wähler brauchen Jesus. Dass wir eine gleiche politische Meinung haben, ist nicht die Ursache unserer Einheit. Und es ist gut, dass wir Leute aus allen Richtungen hier haben, weil hier gehört ihr hin. Was uns eint, ist auch nicht, dass wir alle besonders anständig leben. Nein, wir alle sind, wenn wir an Jesus glauben, Heilige, aber zugleich auch Sünder. Und ob wir nun ein bisschen sündiger sind oder ein bisschen weniger, macht keinen Unterschied. Dass wir besonders heilig werden, ist nicht die Ursache unserer Einheit. Auch finanziell stehen wir ganz unterschiedlich da. Ich weiß nicht, ob wir Millionäre unter uns haben. Ich will das aber nicht ausschließen. Ich weiß aber, dass wir Hartz-IV-Empfänger unter uns haben. Der Unterschied in diesen Bereichen, der trennt uns nicht, darf uns nicht trennen. Denn was uns eint, ist, dass wir angenommen sind von Jesus. Gemeinde ist kein Fanclub, die alle irgendjemand besonders toll finden. Gemeinde ist kein Kulturclub, die alle in etwa das Gleiche mögen. Sondern Gemeinde ist die Gemeinschaft derjenigen, die Jesus Christus durch sein Sterben am Kreuz errettet hat und die dieses
unverdiente Geschenk angenommen haben. Das ist die Basis unserer Einheit. Und wer bist du, wer bin ich, wer sind wir, dass wir sagen könnten, der gehört aber nicht dazu. Dann verraten wir, dass die Basis unserer Gemeinschaft Jesus ist und sein Loskauf von uns Sündern durch sein Sterben am Kreuz. Das ist die Basis der Einheit. Und das ist stärker, als dass man den einen vielleicht sympathisch und den anderen unsympathisch findet. Letzteres ist unwichtig. Wichtig ist die Einheit in Jesus. Was ist das Ziel der Einheit? Es ist nicht nur so, dass es gut ist, dass es diese Einheit gibt, sondern diese Einheit hat ein von Jesus definiertes Ziel. In seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, da betet er um die Einheit der Christen. Dass die so eins seien, und er meint nicht nur die Jünger, sondern auch bis in unsere Zeit hinein die Christen, wie Gott der Vater und er eins sind. Diese Einheit erbittet er für uns Christen, damit die Welt erkennt, dass Gott der Vater den Sohn Jesus gesandt hat. Die Verheißung, das Versprechen ist, wenn wir wirklich eins sind, wenn wir die von Gott schon angelegte Einheit ausleben und uns nicht auseinanderdividieren lassen und uns nicht über die anderen erheben, dann erkennt die Welt, die, die noch draußen sind, es ist wirklich wahr. Weil Einheit in unserer zerrissenen Welt ist ein Wunder. Und daran erkennt die Welt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, sagt Jesus. Ganz praktisch ist es wichtig zu sehen, auch die, die heute Morgen in anderen Kirchen sich treffen, auch die, die in anderen Systemen sich treffen, Freikirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche, orthodoxe Kirche, die, die an Jesus glauben, die, deren Herr Jesus ist, die gehören zusammen, ganz unabhängig von ihrem Kirchensystem. Und ich finde es großartig, dass wir das in Hamburg, in der Evangelischen Allianz, gemeinsam für Hamburg, genauso leben. Zuallererst einmal sind wir Brüder und Schwestern und können miteinander auch ganz viel bewegen. Und die unterschiedlichen Kirchensysteme, aus denen wir kommen, sind sekundär. Wir erleben das hier vor Ort in Jenfeld mit der Wegweisergemeinde und mit der Freien Evangelischen Gemeinde. Wir haben zusammen diese Lebensmittelausgabe kostbar und wir machen ganz viel miteinander. Und keiner von uns in diesen Gemeinden glaubt, dass er in der einzig richtigen Gemeinde ist, sondern wir wissen, wir leben miteinander Christsein in Jenfeld in unterschiedlichen Häusern. Und ich bin stolz und dankbar für meine Gemeinde, weil ich weiß, hier sitzen heute Morgen Pfingstler, hier sitzen heute Morgen Katholiken, hier sitzen heute Morgen Ausgetretene, die noch nicht wieder eingetreten sind. Hier sitzen Christen aller möglichen Denominationen. Wir sind ganz bunte Hunde. Und das entspricht dem Neuen Testament. Und das ist genau richtig so. Und natürlich, hier sitzen Leute mit ganz unterschiedlichen Migrationshintergründen. Aus Deutschland, ja klar, aber aus dem Iran, aus Afghanistan, aus verschiedenen Ländern Afrikas, aus verschiedenen Ländern Europas. Und wen ich vergessen habe, der möge mir verzeihen. Ich finde es großartig, dass wir so zusammen sind und dass das nicht nur einer dieser vielen möglichen Punkte ist, wo wir zusammengehören, sondern dass das ganz besonders biblisch ist, dass das sogar zur DNA, zum Erbgut der Gemeinde Jesu gehört. Das wird uns unser Text gleich erzählen. Und ich glaube übrigens wirklich, dass das notwendig ist. Da, wo eine Gemeinde sagt, wir wollen aber als Deutsche unter uns bleiben oder als Iraner unter uns oder als Afrikaner unter uns,
da glaube ich, ist das nicht richtig. Da glaube ich, ist das, auch wenn es manchmal einfacher ist, mit den Sprachen und mit den Kulturen und so, ist es nicht richtig, entspricht es nicht dem, was Jesus wollte. Das ist bequeme menschliche Folklore-Gemeinschaft, aber nicht Gemeinde Jesu. Okay, ich lese die Verse, von denen ich schon gesprochen habe, Vers 8 bis 12. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung, damit meint er Israel, ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, wie sie im Alten Testament stehen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen mit seinem Volk. Also die Nicht-Juden mit den Juden. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen, zusammen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais, damit ist Jesus gemeint, und der da aufsteht, um über die Nationen zu herrschen, auf den werden alle Nationen hoffen. Wirklich alle? Das ist ja heute durchaus diskutiert. Sollen wirklich die Juden auch Christen werden und dann mit den Christen zusammen, mit den anderen Christen zusammen Jesus anbeten? Was ist denn mit Israel? Das ist eine Frage, da kann man auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Einmal auf der liberalen Seite und einmal auf der ganz, ganz frommen Seite. Israel ist, wenn wir in die Bibel gucken, ganz klar das von Gott auserwählte Volk. Gott schreibt seine besondere Geschichte mit Israel bis heute. Und Gott hat dieses Volk auserwählt, um sich der Welt zu zeigen und zu offenbaren. Ja, Jesus, unser Jesus Christus ist Jude. Und das muss so sein, das kann gar nicht anders sein. Die Juden sind das Volk Gottes, das er auserwählt hat, um allen Menschen damit sich zu zeigen und sich zu offenbaren. Sollen denn nun die Christen auch den Juden von Jesus erzählen und sie zum christlichen Glauben einladen? Die ganz Frommen, die sagen nein, denn die sind so dermaßen auserwählt und so dermaßen was anderes als die Nichtjuden, dass sie Jesus gar nicht wirklich brauchen, sondern bei denen ist auch so alles im grünen Bereich. Die brauchen Jesus nicht. Ein schöner Gedanke, aber er ist nicht biblisch. Jesus ist doch zu den Juden gegangen. Und Jesus hat zu den Juden gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hat er auch zu allen anderen gesagt, aber das erste Mal hat er es gesagt, dort zu Juden. Er hat nicht gesagt, okay, ihr seid Roger, alles gut so, hört mal weg jetzt, ich meine die anderen damit. Nein, er hat das den Juden gesagt. Und der große Matthias Dahl, mittlerweile verstorben, Pastor, Leiter des Nordelbischen Vereins für Zeugnis und Dienst unter Juden und Christen, der hat das in der Diskussion um die Judenmission mal so auf den Punkt gebracht. Wenn Jesus nicht der Messias der Juden ist, dann ist er niemandes Messias. Also, wir alle, egal ob Juden oder Nichtjuden, wir brauchen Jesus. Das andere sind die Liberalen, die sagen, man soll die Leute doch bitte in ihrem Glauben so stehen lassen und nicht die Juden missionieren, das wäre ja Überheblichkeit und so. Ein großes Missverständnis von Mission. Mission heißt nicht arrogant zu sagen, ich weiß es besser als du, sondern Mission bedeutet, wir alle sind in der Wüste und sind am Verdursten und ich habe die Oase gefunden mit dem Wasser und ich weiß, wo es was zu trinken gibt. Und Mission heißt, den anderen auch zu sagen, wo es Wasser gibt und wo die Oase ist. Es hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern mit getrunken haben und es den anderen auch gönnen in der Wüste.
Ja, und nun, was ist denn nochmal mit den anderen, mit den Moslems zum Beispiel, den Buddhisten? Die Liberalen, das ist natürlich jetzt eine Schublade, und, aber man muss vereinfachen, um es mal auf den Punkt bringen zu können. Die sagen, der Islam ist doch auch ganz schön zum Beispiel. Und wir haben ja auch ähnliche Ursprünge, ne, so mit Abraham und so. Und ich glaube tatsächlich, dass der interreligiöse Dialog als ein Gespräch zwischen Angehörigen verschiedener Religionen super wichtig ist. Einfach um des Weltfriedens willen und um einander zu verstehen und Gemeinschaft zu haben und nicht nur über die anderen zu reden, sondern auch mit den anderen zu reden. Aber da, wo ich sage, die Religionen sind gleich, und manche, die in diesem Dialog sind, setzen das leider voraus, da passiert Folgendes. Der Christ glaubt, dass sein Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen Namen ist das Heil als in Jesus. Der Moslem glaubt, es ist eine Schande zu glauben, dass Gott einen Sohn haben könnte. Und derjenige, der nun sagt, die beiden sagen doch eigentlich dasselbe, der stellt sich in einer arroganten, überheblichen Manier über beide. Weil er sagt, gut und schön seid ihr beide, aber letztlich irrt ihr euch in eurer Idee, dass ihr genau den richtigen Weg gefunden habt. Das heißt, diese Pose, die so demütig wirkt, ja, wir wissen ja nicht und alle haben ja was Wertvolles, ist in Wirklichkeit eine Pose der Überheblichkeit und wird weder den Juden noch den Moslems noch den Angehörigen anderer Religionen gerecht. Alle will Gott haben, alle will er in dieser Einheit zusammenführen, und das Angebot, die Einladung, glaubt an Jesus, werdet gerettet, kommt zu ihm, dem von Gott gesandten Erlöser, gilt allen Menschen, ob Juden, Nicht-Juden, egal aus welcher Tradition. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss. In diesem Glaubenskurs am letzten Freitag fragte eine Frau zum Ende, ist es denn so, dass, wenn man richtig gläubig ist, dass es einem dann auch besser geht? Also, dass Gott es offensichtlich macht, wer gottlos ist, der hat ein schlechtes Leben, und wer fromm ist, der hat ein gutes Leben. Sind Christen schöner, reicher, gesünder? Und ich habe geantwortet zusammen mit Annette Otto, Jesus hat mal gesagt, Gott lässt die Sonne aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und es gibt zwar keine Statistik darüber, aber ich glaube, dass das Gute und Schlechte im Leben, so von außen betrachtet, was man so allgemein für gut und schlecht hält, dass das ziemlich ausgeglichen die Christen und die Nichtchristen trifft. Auch Christen werden krank, auch Christen erleben Schicksalsschläge, auch Christen haben schwere Zeiten, und auch Nichtchristen sind manchmal glücklich und gewinnen im Lotto und so weiter. Aber, und ich komme zu meinem letzten Vers, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier ist die Rede von Hoffnung, und wir haben schon davon gesprochen, Hoffnung bedeutet, ich weiß, mein Leben geht gut aus. Von Freude, Freude als einem Unterstrom im ganzen Leben, auch in schweren Zeiten. Und von einem Frieden, dass ich weiß, ich bin am Ziel angekommen, als ich Jesus gefunden habe. Mein Leben ist in Ordnung gekommen. Das ist etwas, das mehr wert ist, als reich und erfolgreich zu sein. Es gibt Reiche und Erfolgreiche, die sich am Ende ihres Lebens, die ihrem Leben selbst ein Ende gemacht haben, weil sie sich zwar alles kaufen konnten, aber keine Freude fanden und keinen Frieden und keine Hoffnung mehr hatten. Und es gibt ganz arme Christen,
Wir haben in dem Kurs gesprochen von Joni Eriksson, die im Rollstuhl sitzt, die ab dem Hals abwärts gelähmt ist. Und wenn man sie kennenlernt, sie ist jetzt so um die 60 und Sie können sie googeln und auf YouTube finden, die Frau, wenn man die Reden hört, dann merkt man, die ist glücklich. Die hat Frieden, die hat Freude, die hat das nicht alles verdrängt, die hat sich damit auseinandergesetzt, aber da ist mehr als Gesundheit und mehr als Geld, da ist ein tiefer Friede und eine echte Freude. Und der Glaube ist der Kanal für den Heiligen Geist, so steht es hier in dem Vers, der das alles in uns bewirkt. Hoffnung, Freude und Frieden. Greifen Sie zu. Amen.